Hallo! Wie du sicher weißt, kann dein Computer genauso ein Virus bekommen wie du eine Grippe. Außer Viren lauern im Netz noch viele andere fiese Schädlinge, wie Würmer und Trojaner, die deinen Rechner angreifen wollen. Ja, so kann ich ganz schnell deinen Computer lahmlegen und all deine Daten klauen. Und deinen Freunden schicke ich dann ganz viele Spam-E-Mails von deiner E-Mail-Adresse. Die meisten Schädlinge landen über den Browser auf deinem Computer. Wenn du im Internet surfst, können Webseiten, die du besuchst, mit Viren infiziert sein und deine Passwörter und Kontodaten mitlesen. Aber auch durch Sicherheitslücken deines Betriebssystems oder andere Software können sich schädliche Programme auf deinem Computer einnisten. Dann kannst du deinen Computer gleich wegwerfen. Das stimmt nicht. Wenn du ein Antivirenprogramm hast, kümmert es sich um infizierte Dateien und macht sie unschädlich. Schutzprogramme überprüfen regelmäßig alle Dateien auf deinem Rechner und vergleichen sie mit aktuellen Virendatenbanken. Selbst nachdem sich ein Virus oder Trojaner auf deinem Computer breitgemacht hat, helfen Virenlöschprogramme. Antivirenprogramme sind doch so teuer. Das kannst du dir bestimmt nicht leisten. Nein, es gibt komplett kostenlose Virenschutzprogramme, zum Beispiel von Avast oder Avira. Diese schneiden im Test oft so gut ab wie teure Software und sind genauso verlässlich. Übrigens gibt's die auch für dein Smartphone oder Tablet. Aber dann musst du das Programm ja erstmal herunterladen und ständig Updates machen. Viel zu aufwendig. Benutzt doch lieber einen Online-Virenscanner. Vorsicht! Online-Virenscanner haben einige Nachteile. Anders als Antivirenprogramme überprüfen sie zum Beispiel nicht ständig deine Festplatte auf Schädlinge, sondern nur dann, wenn du den Online-Scanner benutzt. Außerdem laufen diese oft über aktive Inhalte deines Browsers, die nicht geschützt sind. Oh nein! Installiere also besser ein Antivirenprogramm. Achte aber darauf, es direkt von der Herstellerseite herunterzuladen und regelmäßig Updates zu machen, damit die Virendatenbank immer auf dem neuesten Stand ist. Auch solltest du häufige automatische Suchläufe einstellen. Wenn du dich ein bisschen auskennst, kannst du zusätzlich eine Firewall installieren. Die kontrolliert, welche Programme Zugriff aufs Internet haben dürfen und umgekehrt. Trotzdem kannst du dich nicht nur auf solche Antivirenprogramme verlassen. Aktiviere zusätzlich die Sicherheitsoptionen auf deinem Computer, in deinem Browser und deinem E-Mail-Programm. Überlege immer gut, welche Websites du besuchst und wo du Dateien und Programme herunterlädst. Dann bist du vor den fiesen Schädlingen sicher.